Ja, liebe Leute, damit willkommen zurück zu einer neuen Episode von Mass Effect. Zuletzt haben wir endlich hier Geralt geholfen und er hat endlich mit uns gesprochen. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen mehr. Wir haben jetzt noch einige Sidequests bzw. persönliche Anliegen hier von den anderen. Die will ich erstmal noch nicht nachgehen. Ich will erstmal dem letzten Dossier nachgehen, und zwar von der Justikarin. Das sollen wir noch machen, aber der Unbekannte möchte mit uns noch sprechen. Und deswegen bin ich jetzt hier vom Besprechungszimmer und dann schauen wir mal, was er denn will. Gehen wir mal rein. Ich stelle den Unbekannten durch, Commander. Shepard, das ist die Gelegenheit. Ich habe ein Notsignal von einer turianischen Patrouille empfangen. Sie ist jenseits des Corlus-Systems auf ein Schiff der Kollektoren gestoßen. Die Turianer wurden ausgelöscht, aber vorher haben sie das Kollektorenschiff lahmgelegt. Sie müssen an Bord des Schiffes gehen und Daten über die Kollektoren besorgen. Finden Sie für uns einen Weg zu Ihrer Heimatwelt. Kaum vorstellbar, dass eine Turianer-Patrouille ein Kollektorenschiff lahmlegt. Berichten zufolge ist die Hülle intakt. Aber alle Systeme sind anscheinend offline. Vielleicht finden in diesem Augenblick bereits Reparaturen statt. Es ist sicher nicht ungefährlich, aber wir können uns so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wenn die Turianer dort eine Patrouille hatten, warum schicken sie dann kein Aufklärungsteam hinterher? Das werden sie. Irgendwann. Aber ich habe die Funksprüche abgefangen. Bis dahin füttern wir sie mit gefälschten Berichten. Sie sind nah genug, um reinzugehen und wieder weg zu sein, bevor die Turianer die Wahrheit herausfinden. Ist diese Information wirklich verlässlich? Information ist meine Waffe, Shepard. Sie ist verlässlich. Schicken Sie mir die Koordinaten, ich kümmere mich darum. Ist bereits geschehen. Sobald Sie an Bord sind, stellen Sie eine Verbindung zu Edi her. Sie durchforstet dann die Daten nach Informationen über das Omega-4-Portal. Viel Glück, Shepard. Koordinaten eingegeben. Auf zum Schiff der Kollektoren. Ja, da habe ich wohl keine Wahl, aber das mit den falschen Informationen geben, finde ich sehr falsch. Ja, Geralt, du kommst wieder mit und dieses Mal würde ich sagen, geh der Doktor mit. Rein zur Abwechslung. Und was ich mal alles so wie es ist, das ist eh automatisch. Ja. Gut, ab geht's. Oha. Haben Sichtkontakt zum Kollektorenschiff. Emissionen sehr niedrig. Passiven Infrarottemperaturen zufolge sind die meisten Systeme offline. Triebwerke sind kalt. Das Ding ist gewaltig. Wie sind die Turianer damit fertig geworden? Ich wette mal, das ist eine Falle. Laserscans ergeben keine Rumpfschäden auf der uns zugewandten Seite. Ich registriere keine Verzerrung des Masseneffektfeldes. Der Antriebskern scheint offline zu sein. Kontakt in 30 Sekunden, Commander. Viel Glück. Ganz toll, was sie aus diesem Ding gemacht haben. Erinnert irgendwie an einen Insektenstock. Die Tiefenscans haben einen Zugangsknoten für eine Verbindung mit den Datenbanken der Kollektoren entdeckt. Markiere Position auf dem Computer ihres Kampfanzugs. Ja, okay. Das sieht noch sehr viel Spaß aus. Und das ist hundertprozentig nicht alles tot hier. Warum wird die Munition eigentlich nicht aufgefüllt, wenn ich vom Schiff hier reingehe? Ich
Ich habe die EM-Signatur des Schiffs mit bekannten Kollektorprofilen verglichen. Es ist dasselbe, das Ihnen schon auf Horizon begegnet ist. Vielleicht haben es die Verteidigungstürme für die Torianer sturmreif geschossen. Die vermissten Kolonisten könnten an Bord sein, falls sie noch leben. Ja, zum Beispiel in den Kapseln da. Die gleichen Behälter wie auf Horizon, nur leer. Schrecklich. In diesen Kapseln gefangen. Völlig der Gnade der Kollektoren ausgeliefert. Ja, aber die zum Beispiel ist nicht leer. Okay, ja, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Schrecklich, verabscheuungswürdig. Oha. Warum sollten die Kollektoren einen Haufen Leichen herumliegen lassen? Testsubjekte aus der Kontrollgruppe. Nach Abschluss des Experiments weggeworfen. Das haben sie nicht verdient. Kaum jemand bekommt, was er verdient, Shepard. Das ist wohl wahr. Okay, aber Garrus, schau mich mal ganz kurz an, bitte. Du. Ja. Mann, kann ich mir das nicht mal... Okay, so. Geile Rüstung, was du da hast. Und vor allem ihr beim Doktor. Das Visier oder Pseudo-Visier oder was auch immer das ist. Sieht schon nice aus. Okay, gehen wir mal weiter rein. Was liegt da hinten? Leichen. Da wird es dann Gott sei Dank ein bisschen heller. Da gibt es Credits. Okay, das ist anders. Das ist ein Kollektor. Haben die etwa an ihresgleichen Experimente durchgeführt? Edie, ich starte den Upload der Daten von diesem Terminal. Versuchen Sie herauszufinden, was die vorhatten. Daten erhalten. Analysiere. Die Kollektoren haben grundlegende Erbgutvergleiche zwischen ihrer Spezies und den Menschen durchgeführt. Wieso? Suchen Sie nach Ähnlichkeiten? Über ihre Motive kann ich keine Hypothese aufstellen. Mir liegen nur die Ergebnisse der Voruntersuchungen vor. Sie enthüllen etwas Bemerkenswertes. Eine genetische Struktur mit 4 Strängen, identisch mit Funden in uralten Ruinen. Wir kennen nur eine Spezies, die diese Struktur aufweist. Die Proteaner. Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ich kann nicht glauben, dass diese Spezies noch existiert. Es sind keine Proteaner mehr, Shepard. Ihr Erbgut weist eindeutig auf umfassende genetische Veränderungen hin. Die Reaper haben sie ihren Bedürfnissen entsprechend umgestaltet. Man möchte meinen, darauf hätte früher schon mal jemand kommen müssen. Niemand hatte bisher je die Möglichkeit, den genetischen Code der Kollektoren so gründlich zu untersuchen. Ich habe bereits 2000 Allele gefundenen Fragmenten zugeordnet. Dieser Kollektor stammt wahrscheinlich von einer Kolonie der Proteaner im Styx-Theta-Cluster. Aber es gibt Hinweise auf umfassende Veränderungen. 3 Chromosomen weniger. Reduzierte Heterochromatinstruktur. Entfernung überflüssiger Müllsequenzen. Die Reaper haben die Proteaner nicht ausgerottet, sondern in Monster verwandelt und versklavt. Trotzdem, sie arbeiten jetzt für die Reaper und deshalb müssen wir sie aufhalten. Keine Spezies sollte so etwas durchleiden müssen. Suchen wir, was wir brauchen, bevor die Kollektoren kommen, um das Schiff zu bergen. Los! Ich würde sagen, ein Sturmgewehr, aber wow, ist das deep. Warum habe ich für das jetzt ein Vorbild gekriegt? Na, okay. Sehen Sie, holy shit. An der Decke. Noch mehr dieser seltsamen Kapseln. Hunderte, wenn nicht mehr. Ja. Frage mich, wie viele davon voll sind. Zu viele. Ich registriere keine Lebenszeichen in den Kapseln, Shepard. Wahrscheinlich sind die gefangenen Opfer gestorben, als das Schiff seine Primärenergie verloren hat. Bist du dir da sicher? Weil das sieht ziemlich lebendig aus. Und ich wette mal, die meisten davon leben hier noch.
Mal bitte drüber. Okay, da hat es noch einen Kontrollterminal. Das könnte nützlich sein. Gibt aber nur einen Boni für uns. Commander, das müssen Sie hören. Ich habe Edi aus seiner Ahnung heraus dieses Schiff analysieren lassen. Ich habe das EM-Profil mit den Daten der ursprünglichen Normandy von vor 2 Jahren verglichen. Beide stimmen exakt überein. Dasselbe Schiff, das mich 2 Jahre verfolgt hat? Das kann kein Zufall sein. Irgendwas stimmt da nicht, Commander. Seien Sie bloß vorsichtig. Ja, das ist die Vermutung, die ich schon die ganze Zeit habe. Also ich... Das kann nur eine Falle sein. Aber warum sollte das Schiff einfach so einfach aufgegeben worden sein? Beziehungsweise deaktiviert worden sein? So holy shit! Selbst wenn sie die gesamten Terminus-Systeme entvölkern, hätten sie noch Leere übrig. Sie werden sich die Erde vornehmen. Nicht, wenn wir sie aufhalten. Und das ist nur ein Schiff? Erinnert mich so ein bisschen an die Citadel. Also rein so vom Aufbau her. Da, auf der Plattform. Sieht aus wie eine Art Steuerkonsole. Abwesenheit von Kollektoren seltsam. Lebendig oder tot, schlage erhöhte Vorsicht vor. Ja, bin genau deiner Meinung. Edi, ich richte eine Verbindung zwischen Ihnen und dem Kollektorenschiff ein. Sehen Sie mal, ob Sie was Nützliches aus den Datenbanken rausholen können. Datenübernahme wird durchgeführt, Shepard. Oh, das bedeutet nichts Gutes. Ja, Virus, oder? Sind alle in Ordnung, Joker? Was ist gerade passiert? Plötzliche Energieüberlastung. Alles hat sich abgeschaltet, aber jetzt sind wir wieder da. Ich konnte den Großteil der Überlastung auf unkritische Systeme umleiten. Shepard, das war keine Fehlfunktion, es war eine Falle. Ja, sag ich doch. Die ganze Zeit schon. Wir brauchen hier ein wenig Hilfe, Edi. Ich habe Probleme, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Jemand ist im System. Oh ja, und Gesellschaft. Ich muss erst den Download abschließen, bevor ich... Okay, ich gehe mal auf das hier. ...welche Systeme übernehmen kann. Dann sollten Sie sich damit beeilen, Edi. Sehen Sie mal. Holy shit. Feinde vor uns. Oh. Habe die Schilde verloren. Ja. 41% abgeschlossen. Schon Idee, machen Sie dann. Okay, ich warte mal, bis ich wieder Schild habe. Sehr gut. Okay, das läuft erstmal. Zeit wird angegriffen. Hätte lieber Rückenwind. Kein Problem. Ohne Problem. Okay, andere Waffe bitte. Ich bekämpfe keine 1000 Knoten Firewalls der Kollektoren. Meine Kapazität ist ausgelastet. Da kommen Sie wieder. Erleben hat die rechte Kontrolle. Das erwartet Sie. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, fuck, ich hätte die Kollektoren laufen mit dem Sorgen.
Okay, war's das? Okay, gehen wir weiter hier. Das ist ein bisschen ungemütlich. Sie müssen meine Verbindung zu der Steuerkonsole manuell wiederherstellen. Ja, und wie? Und wo? Was willst du von mir? Müssen wir wieder auf die erste Konsole wieder retour. Das wird eine ganz große Katastrophe werden. Ich habe die Damit Kontrolle über die Plattform wieder übernommen, Shepard. Ja. Gute Arbeit. Ich wusste, sie lassen uns nicht im Stich, Edie. Ich arbeite stets mit maximaler Kapazität. Haben Sie, was wir brauchen? Ich habe Daten gefunden, mit denen wir das Omega-4-Portal erfolgreich steuern können. Ich habe auch das turianische Notsignal gefunden, das für diese Falle als Köder eingesetzt wurde. Quelle waren die Kollektoren. Das ist ungewöhnlich. Worauf wollen Sie hinaus? Turianische Notsignalkanäle weisen eine Sekundärverschlüsselung auf. Die ist bei dieser Nachricht zwar vorhanden, aber fehlerhaft. Es ist unmöglich, dass der Unbekannte das Notsignal für echt gehalten hat. Warum sind Sie da so sicher? Ich habe die Anomalie in den Erkennungsprotokollen von Cerberus gefunden. Und die hat er geschrieben. Er wusste, dass das eine Falle war? Warum sollte er uns in eine Falle schicken? Er ist einfach ein super Arsch. Das war die ganze Zeit klar. Aber... Naja, ich würde nicht sagen, dass er uns verraten hat, aber es ist eines seiner Mittel, damit er zu seinem Ziel kommt. Es ist falsch, aber ich würde auch die erste Option nicht sagen. Also gehe ich mit dem. Der Mistkerl hat uns direkt den Kollektoren ausgeliefert. Und ich dachte, ja, absolut. Ich hätte meine Portion Verrat und Mordversuch für dieses Jahr schon hinter mir. Commander, wir haben da noch ein Problem. Das Kollektorenschiff fährt hoch. Sie müssen da raus, bevor Ihre Waffensysteme online sind. Ich werde nicht die verlieren. Ich habe nicht die volle Kontrolle über Ihre Systeme. Ich tue, was ich kann. Sende Koordinaten für die Shuttle-Abholung. Dann los, Abmarsch! Ja, geil. Und jetzt sind wir wieder da unten. Alles klar. Wir können es nicht irgendwie in die Luft springen. Um die Ecke. Nehmen Sie die Tür zu Ihrer Rechten. Ah, man gibt Stress. Nein, mal hinquelle jetzt. Spätestens hier, oder? Ja, genau. Alles klar. Neutralisiert. Alles klar. Direkte Intervention ist notwendig. Das erwartet sie. Nee, glaub nicht. Okay, das war relativ einfach. Also hier runter. Ja, ich bin mal gespannt, wie wir das Schiff auseinandernehmen wollen. Übernehmen die Kontrolle. Alles klar. Direkte Intervention ist notwendig. Achtung! Hier, der Nächste. Greife an. Nice, okay. Mit Vergnügen. Wir gehen aber erstmal hier rein. Alles klar. Oder auch nicht. Fuck. Ich werde das rasch beenden. Okay, von zwei Seiten ist es unfair. Okay, geh mal in Deckung. Das scheint es gewesen zu sein. Dann gehen wir dann noch da oben. Okay, erstmal unten bleiben. Was bist denn du? Monster.
Greife Ziel an! Das müsste ihre Panzerung durchdringen! Ohne Probleme! Meine Angriffe werden sie zerreißen! Einer ist erledigt! Ich bin ein bisschen froh, dass die KI gerade nicht die Hesse ist hier. Ja, schwere Waffe. Ich habe ihn noch gar nicht ausprobiert. Geht's hier unten lang? Ja, sieht so aus. Holy shit! Mein Angriff war wirkungslos! Aufpassen! Okay. Feuern, was gerade geht. Ich nehme wieder die Waffe. Fuck, wir haben einen Verlust. Der war so. Mein Angriff war wirklich fuck. Einer weniger. Scheiße, ich glaube, ich gehe drauf. Down. Nice. Ah, in der letzten Sekunde. Das war knapp. Oh, nice. Energiezellen. Ich will die Munition. Wie schaut mal generell aus? Okay, ich werde die Waffen bei der nächsten Mission anders sortieren. Perspektiv anders auswählen. Edi, wir haben hier ein Problem. Firewall 3217. Leite Befehle durch Firewall 7164 um. Das heißt? Ich habe erfolgreich eine Tür in der Wand gegenüber geöffnet. Ich halte sie so lange wie möglich offen. Da unten, ja. Da sind wir reingekommen. Gleich sind wir draußen. Da springe ich erstmal nicht nach unten. Ist das okay, was wir jetzt hier machen, dass man hier so rausgeht? Ja! Und unten bleiben! Kein Problem! Nicht da genügend! Oh shit! Greife Ziel an! Was ist da hinten? Ja, toll, aber ich komme jetzt da nicht hinter Schild. Ja, oder so. So geht's auch. Übernehme Kontrolle über die Na, bitte nicht. Ich bin besser gelegt. Lass mich hier weg. Shit. Ja, super! War ja klar, dass ich da einmal drauf gehe. Bei so einer Mission. Okay. Kampf steht bevor. Okay, ich werde mal auf Scharfschütze gehen. Alles klar. Kein Problem. Feind wird angegriffen. Direkte Intervention. Fuck.
Ich muss runter. Falsche Waffe. Da kommen wir so nicht klar. Leben, wo sie fallen, das erwartet sie. Ah, steht, hätte ich nur die anderen Waffen ausgewählt. Nein, ich kann sie beide nicht wiederholen. Okay, doch, vielleicht Scharfschützengewehr. Okay, wer noch? Das tut ihnen weh. Na komm jetzt. Unsere Macht ist unvergleichlich. Sonst noch jemand? Ah, ich kann dir nicht mal helfen. Fuck, ich brauche ein Medigel. Na komm. Mach das weg. Direkte Intervention ist notwendig. Oh, danke, dass du das jetzt machst. Sie werden nicht. Du machst das Schild nicht mehr. Wenn ich sie zerreißen muss, Shepard, dann werde ich es tun. Ihre Lüge ist zerbrechlich. Ja, I know. Ich weiß, dass sie das spielen. Machen wir mal das und. Ja, oder das. Ich gehe wieder drauf. Wetten. Oder auch nicht. Oh, bitte, meine Kollegen, könnt ihr bitte aufstehen? Ja, toll. Was mache ich denn da? Ist da? Sie können sich. Ach so ein Scheiß. Wir sind noch nicht fertig. Ja, ich weiß. Okay. Ist jetzt wieder da? Boah, Gott sei Dank. Das heißt, ich habe hier alle. Holy shit. Das ist echt ein bisschen stressig, wenn ihr beide nicht da seid. Commander, ich will ja nicht drängen, aber diese Waffen werden in aber? Kürze online sein. Schlage laut ja. Vor. Ja, nee, ist klar. Ich will hier ja auch weg. Ich will jetzt nicht wegen den Typen. Nein! Wegen den Typen mit draufgegangen. Diese Easy Mobs. Na bitte. Bitte, bitte, hab jetzt nicht. Oh, Gott sei Dank, ihr seid noch da. Ach, jetzt müssen wir. Müssen wir jetzt echt das jetzt wieder machen? Ach Mann! Oh. Oh. Ihr greift Ziel an.
greifen die an. Direkte Intervention ist notwendig. Lass die Toten liegen, wo sie fallen. Greifen die an. Der Tod von einem bringt 100 neue hervor. Gib bitte bleib dein Leben. Das tut ihnen weh. Der nächste. Ich bin dabei. Natürlich. Bitte bleib dein Leben. Nee, bleib hier bei mir. Ich geh mal auf das. Verstanden. Ist das ein beschissener Part hier? Ganz ehrlich. Das möchte ich nicht ausbremsen. Greife Ziel an. Die nix. Okay, war's das? Das wird ein harter Treffer. Greife Ziel an. Neutralisiert. Sehr gut. So, Jungs, dann kommt's mal mit. Wir gehen wieder hier hinten rum. Ich bin dabei. Sehr gut. Bleib bitte am Leben, bitte. Machen wir mal das. Ja, trifft mir nicht. Das kommt jetzt gerade recht. Okay, geschafft. Dann wird er da vorhin, wo wir eigentlich gerade drauf gegangen sind. Ich weiß. Ich kann nicht mal speichern. Ich würde gerne hier unten runterspringen. So eine beschissene Waffe. Okay, geht's da runter. Bestätige. Nice. Treffer. Nee, schon. Das ist hier die Frage. Scheiße. Ist aber auch egal. Ah, ich glaube, wir hätten springen können. Okay, bitte ab zur Normandy, bitte, danke. Wir haben keine Zeit mehr, Commander. Wir müssen hier weg. Fuck. Sie haben den Mann gehört. Alle an Bord der Normandy. Los. Anschnallen, Leute. Diesmal muss sich der Feind richtig anstrengen. Hey, bitte ganz schnell weg. Einfach weg! Nein, nur weg von hier! In Ordnung. Aktiviere Masseneffektkern. Holy shit! Erstens, was für ein Arschloch und warum war das knapp? Wir hätten da gerade wieder eine Erholung gehabt, wie von ganz am Anfang. Ah, das war so klar, dass das eine Falle ist. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es dazu ein Briefing gibt. Ich habe hier einen Anruf vom unbekannten Commander. Sie wollen sicher auch ein paar Worte mit ihm wechseln. Ja, nicht nur eins. Shepard, Edie hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Kollektoren wieder online war.
sparen Sie sich das. Sie haben uns in eine Falle gelockt und Sie sollten dafür einen verdammt guten Grund haben. Wir brauchen Informationen über das Omega-4-Portal. Dazu war direkter Zugriff auf Daten der Kollektoren notwendig. Diese Gelegenheit konnten wir uns nicht entgehen lassen. Zugegeben, aber ich mag keine Überraschungen, schon gar nicht, wenn mein Arsch auf dem Spiel steht. Ja, ich habe Sie einem Risiko ausgesetzt. Aber ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Kollektoren nicht. Und dann sind Sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf Ihre Fähigkeiten vertraut. Und vergessen Sie Edi nicht. Damit konnten die Kollektoren nicht rechnen. Sie hätten mir von dem Plan erzählen können. Sie sagen, ich sei wichtig und tun doch ihr Möglichstes, mich umzubringen. Die Kollektoren mussten glauben, dass sie im Vorteil waren. Sie hätten die Wahrheit an vielen Details erkennen können, wenn ich sie vorher informiert hätte. Außerdem hätte ich sie nicht da reingeschickt, wenn ich Zweifel an ihrem Erfolg gehabt hätte. Ich setze meine Leute nicht aufs Spiel. Es gibt immer Alternativen. Sie mögen ihre derzeitige Rolle nicht. Würde mir auch so gehen. Aber die Fakten geben mir recht. Auch wenn Sie solche Entscheidungen vermeiden wollen, müssen sie getroffen werden. Aber viel wichtiger ist doch, es hat sich gelohnt. Edi hat unseren Verdacht bestätigt. Die Schiffe der Reaper und der Kollektoren benutzen ein neues System zur Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennen. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Ich war gerade auf einem Schiff der Kollektoren. Warum haben Sie nicht gesagt, dass wir dort das FFS suchen sollen? Wie gesagt, Edi hat es gerade erst bestätigt. Außerdem hätten Sie zur Beschaffung nicht genügend Zeit gehabt. Aber uns bleiben andere Optionen. Ein Wissenschaftlerteam der Allianz hat kürzlich festgestellt, dass die große Kluft auf dem Planeten Klendagon in Wahrheit ein Einschlagskrater einer Massenbeschleunigungswaffe ist. Ein sehr alter Massenbeschleuniger. Ich habe ein Team auf die Suche nach der Waffe oder dem Ziel geschickt. Sie haben beides gefunden. Die Waffe war funktionsuntüchtig. Aber wir konnten den Flugweg des beabsichtigten Ziels rekonstruieren. Ein 37 Millionen Jahre alter verlassener Reaper. Wir fanden ihn beschädigt und im Gravitationsfeld eines braunen Zwergs gefangen. Sind braune Zwerge nicht im Prinzip Sterne, die es nicht geschafft haben? Einfach formuliert, aber korrekt. Es sind Gasgiganten, die nicht genug Masse haben, um Sterne zu werden. Rechnen Sie mit Stürmen und extrem hohen Temperaturen. Der Reaper hat ein Masseneffektfeld, das ihn im Orbit hält. Wahrscheinlich eine automatische Reaktion auf die externen Gefahren. Er ist stabil, aber sicher würde ich das nicht nennen. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht einfach reinschneien und ein Päckchen abgreifen. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem sie an Bord gegangen waren. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweise und es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe. Das würde das weitere Vorgehen erleichtern. Edi, versammeln Sie die Crew. Wir haben viel zu besprechen. Natürlich, Shepard. Also ich verstehe den Punkt ja von beiden. Der Unbekannte hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen. Uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Ja, also wie gesagt, ich verstehe den Punkt von ihm und auch von Shepard, aber das war trotzdem hinterhältig und er hätte was sagen können. Klar, die Kollektoren hätten ein bisschen Wind mitkriegen können, dass wir gewusst haben, was abgeht, aber nee, ich halte es für falsch. Gerade mit der Crew, wie wir es da gerade sind und mit dem Zeitdruck, was wir haben und dass wir Shepard ja schon einmal verloren haben, ich finde es falsch, wie er es gemacht hat. Und ich sage jetzt dem Sinn, gefällt mir trotzdem nicht. Wenn er sowas nochmal versucht, sind die Kollektoren das geringste seiner Probleme. Edi, sind Sie sicher, dass das FFS funktionieren wird? Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt.
Das kann nicht stimmen. Lassen Sie mal das Diagnoseprogramm laufen, Joker. Unsere VI hat anscheinend einen Software-Bug. Meine Berechnungen sind korrekt. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich innerhalb des Kerns der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation. Geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Die Kollektoren sind nur Handlanger unseres wahren Feindes. Und wir haben alle gesehen, wozu ihre Meister fähig sind. Sie haben die Massenportale und die Citadel gebaut. Wer möchte behaupten, dass es ihnen unmöglich ist, eine Raumstation inmitten von schwarzen Löchern zu errichten? Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Nur weil wir den Kollektoren durch das Portal folgen können, bedeutet das nicht, dass wir sie auch besiegen. Ich will erst hinterher, wenn ich weiß, dass wir dazu bereit sind. Früher oder später brauchen wir das FFS sowieso. Warum also warten? Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Je mehr Leute wir auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen. Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen. Ja, und das ist genau das, was wir in der nächsten Mission noch machen werden, beziehungsweise Episode. Plus 9 Abtrünnig. Aber ja, wir haben da so ein Dossier, was wir noch erfüllen müssen. Und dann schauen wir weiter, bis abgeht. Wir haben ja noch, warte mal. Also, nur mal zum Gucken. Wir haben hier das Dossier, die Justicarin, und dann haben wir immer noch Projekt Feuergänger. Das sollten wir noch machen. Mal schauen, ob wir es in der nächsten Episode machen. Also, bis bald, hier auf dem Kanal.